David Stromberg. Ein Cello erzählt aus seinem Leben. Wenn wir den Saal betreten, werden die Menschen ganz still. Sie hören auf, sich zu unterhalten und bekommen erwartungsvolle Blicke. Einige räuspern sich noch, andere rücken sich auf dem Stuhl zurecht. Wenn wir dann spielen, ist es manchmal so, als könne man eine Stecknadel im Saal fallen hören. Und wenn wir zum Ende gekommen sind, fangen die Menschen an zu klatschen und lächeln. Ich bin ein Cello.